Mit dem neuen Toy Toy Defense Update kamen 5 neue Endless Ranks raus. Mit den neuen Endless Ranks kam auch die neue Smite Ability raus. Und die werden wir heute im Endless Modus ausprobieren. Okay Leute, Spin Nummer 1. Spinnen wir erstmal das Glücksrad und wir bekommen als erste Unit den Large Speaker Man. Das ist strong. Equippen wir ihn erstmal. Übrigens, falls ihr euch fragt, ja, wir werden natürlich von Anfang an den Zelda TV Man und die Speaker Repair Drawn mitnehmen, weil es ansonsten zu schwer wird, ohne Moneymaker Unit irgendwas im Endless Mode zu reißen. Machen wir dann weiter mit dem nächsten Spin. Wir bekommen als zweite Unit. Oh, den Hyper Upgraded Titan Speaker Man. Equippen wir auch den erstmal. Komm, jetzt brauchen wir noch eine gute Starter Unit und vielleicht so eine gute mittlere Unit, mit der wir erstmal für den Anfang zumindest guten Schaden machen, weil ich sag ehrlich, der Large Speaker Man ist es nicht. Let's go, spinnen wir jetzt nochmal das Glücksrad. Wir bekommen als dritte Unit die Katana Speaker Woman. Ja, könnte funktionieren. Die hat halt eine Trash-Range, aber als Starter-Unit würde die, glaube ich, funktionieren. Machen wir dann weiter mit unserem letzten Spin. Komm, jetzt wäre am besten irgendeine starke Unit. Komm, bitte. Und wir bekommen den Titan Bunny Cameraman. Das ist gut. Und equippen wir auch ihn erstmal. Das Witzige ist, ich kann mir sogar vorstellen, dass eben der Titan Bunny Cameraman besser sein wird als die Katana Speaker Woman als Starter-Unit. Das ist sehr wild. Preis-leistungstechnisch muss man aber sagen, ist die Katana Speaker Woman besser. Für den Anfang zumindest. Außerdem, habt ihr es gesehen? Mit den neuen Endless Ranks haben wir von Anfang an genug Geld, um erstmal 2 Zelda TV Men zu platzieren. Das ist insane. Außerdem platzieren wir schon mal die erste Katana Speaker Woman hier hin, damit ich die paar Toilets hier hochnehmen kann. Auch wenn die kein Problem sind, ehrlich gesagt. Nee, das ist aber insane eigentlich. Wir platzieren hier nochmal eine zweite hin und upgraden erstmal Zelda TV Men. Aber worauf ich hinaus möchte, das ist schon insane, weil das bedeutet, dass man so viel mehr Geld bekommt, weil man eben von Anfang an mehr Geld hat. Das ist wirklich gut. Außerdem fällt mir auf, der Large Speaker Man kostet mehr als die Katana Speaker Woman und ist um Welten schlechter. Das ist wild. Wir haben auch erstmal den ersten Zelda TV Man Level 3 geupgradet und ihr seht auch schon bei hier unten, wie die neue Smite Ability aussieht. Nämlich sieht der ehrlich gesagt aus wie der Timestop vom Large Future Clockman. Lass uns erstmal hier den ersten Titan Bunny Cameraman platzieren. Und ich sag ehrlich, die Katana Speaker Woman waren ziemlich überflüssig. Also sie ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut, sage ich ehrlich. Nee, aber das ist krass, weil die sieht wirklich einfach aus wie die Ultra Lightning oder die generelle Lightning Timestop Ability vom Future Large Clockman. Wir hätten den eigentlich mitnehmen müssen, um das zu vergleichen. Und das sieht 1:1 gleich aus, nur dass eben die Smite Ability kein Timestop ist und nicht mehrfach zu benutzen ist. Die können wir nur einmal benutzen im gesamten Match, weswegen ich sie mir noch aufsparen möchte, auf den Fall der Fälle. Dann bin ich auch gespannt, wie gut sie sein wird. Da ist übrigens auch schon die Large Glasses Toilet. Ich bin aber wirklich gespannt, wie gut die sein wird, denn wir kennen ja natürlich die Lightning Timestop Ability vom Future Large Clockman und die ist auch schon stark. Jetzt nicht wirklich stark, aber gerade für den Anfang ist sie sehr, sehr stark. Also ich glaube, die könnte bis Welle 50 alle Toilets one-hitten mit seiner Ability, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Was schon ziemlich gut ist. Übrigens, wir platzieren einfach mal, weil wir es können, den Large Speaker Man. Kein Grund, warum wir ihn platzieren, einfach nur, weil wir es können. Wir könnten eigentlich jetzt auch schon den ersten Hyper platzieren, aber der Titan Bunny Cameraman macht einen echt guten Job. Natürlich ist der Hyper besser, aber das Problem beim Hyper ist halt, der ist insane teuer. Das ist unironisch das Problem am Hyper. Der ist halt wirklich insane teuer. Weswegen ich ihn auch noch nicht platzieren möchte. Ich will erstmal ein paar Titan Bunny Cameramans platzieren, bevor ich ihn platziere. Außerdem sehe ich gerade erst, mit den neuen Endless Rings können wir sogar bis zu 22 Units platzieren. Anstelle von nur 20, das ist an sich auch ganz gut. Also ich kann mir vorstellen, dass man mit den neuen Endless Rank Abilities schon bis zum Mutterschiff kommt. Die Frage ist natürlich, ob man auch das Mutterschiff hochnehmen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal schon, dass man bis zum Mutterschiff kommt. Und nein, die Minigun Toilet kam super weit. Ich würde am liebsten eigentlich den Titan Bunny Cameraman weiter upgraden, uns fehlt aber das Geld. Wir hätten vielleicht noch eine zweite Money Unit mitnehmen sollen, jetzt wo ich drüber nachdenke. So ein Titan Clockman auch noch mitzunehmen, wäre glaube ich ganz gut gewesen, gerade weil wir eben den Hyper haben. Dann hätten wir wirklich den Large Speaker Man einfach rauswerfen können und den Scientist Clockman mitnehmen können. Jetzt die Frage, wird der Titan Bunny Cameraman gestunt? Und nee, zum Glück nicht, das ist sehr gut. Dann können wir ab dem nächsten Runden-Skip, der jetzt ist, den Zelda TV Man, den letzten Maxen und als nächstes uns auf den Titan Bunny Cameraman fokussieren. Da ist auch schon die Mutant Toilet 2.0. Mir fällt gerade erst auf, wir haben ja gar keine Unit, die eben verlangsamen kann. Das ist nicht gut. Ich glaube ehrlich gesagt, mit diesem Team kommen wir sehr, sehr schnell an unseren Peak. Wir haben übrigens den Titan Bunny Cameraman einmal geupgradet, jetzt hat er erstmal.
mal. AOE Schaden, wir können nochmal upgraden. Jetzt hat er erstmal eine 55er Range, die ganz gut ist. Den guten AOE Schaden, Piercing Schaden und ich glaube, das war's. Ja gut, okay, doch, der hat noch einen Kernlaser, wie wir hier sehen können. Der macht, glaube ich, keinen Piercing Schaden. Ich glaube, nur der Laser aus seinem Kopf, aus seiner Linse, der macht Piercing Schaden. Also der ist schon ganz gut. Solange wir es halt noch nicht müssen, würde ich sagen, platzieren wir erstmal Hyper. Upgraded Titan Cameraman. Das Problem ist halt, wie gesagt, den zu platzieren und zu maxen ist halt insane teuer. Der ist natürlich besser in jeder Hinsicht als der Titan Buddy Cameraman, wobei bis auf der Range ist er besser in jeder Hinsicht. Aber der ist dafür auch so viel teurer. Also ich glaube, viermal oder dreimal so teuer ist er. Was schon eine ordentliche Summe ist. Deswegen sage ich auch, solange noch die Wellen einfach sind, fokussieren wir uns einfach auf den Hyper. Und da haben wir schon die Flying Dual Bassort heutet. Ich muss sagen, gerade läuft es noch sehr, sehr gut. Ich kann mich echt nicht beklagen. Das, obwohl wir den Hyper platziert haben und der extrem teuer ist. Also der Titan Bunny Cameraman ist schon eine gute Unit. Ich finde schön, dass er sehr gebufft wurde. Wir wissen ja doch damals, der war kompletter Trash. Jetzt ist er tatsächlich ziemlich solide. Und da haben wir schon die Glitch Toilet. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie gut die Smite Ability sein wird. Wie gesagt, die werden wir immer noch nicht benutzen, weil ich möchte ganz einfach nicht die wasten, weil man die eben nur einmal benutzen kann. Außerdem merke ich gerade gegen die Glitch Toilets ist es sehr, sehr schlecht, dass wir keine Unit mitgenommen haben, die verlangsamen können. Aber die haben wir auch erstmal hochgenommen, die Glitch Toilets. Das ist ziemlich einfach. Also bisher muss ich sagen, es sieht noch sehr gut aus. Wir nehmen die ganzen Toilets noch gut hoch. Außerdem merke ich, langsam wird es ein bisschen zu viel. Fangen wir jetzt wirklich auch damit an, die billigen Damage-Dealer zu platzieren, nämlich die Titan Bunny Cameramans. Denn in der Zeit, in der wir zwei gemaxt und einen Hyper-Upgrade auf Level 4 platziert haben, hätten wir wortwörtlich, ich glaube, 7, vielleicht sogar mehr, Titan Bunny Cameramans maxen können. Was irgendwie insgesamt über 100.000 DPS mehr wären, die wir jetzt machen würden. Aber egal. Dann haben wir schon mal ein paar Hyper stehen. Aber ich sag so, wir brauchen wirklich eigentlich eine Verlangsamungsunit. Selbst ein Green Laser Cameraman wäre gut genug, sage ich ehrlich. Weil es ist schon sehr anstrengend, gegen diese ganzen Toilets zu kämpfen, wenn nicht eine von denen verlangsamt wird. Wirklich, würde mindestens eine von denen verlangsamt werden. Das würde unser Leben so viel einfacher machen. Da haben wir auch schon die Michael Jackson Toilet. Ey, das ist aber krass, dass es in Welle 50 schon so kritisch aussieht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und oh mein Gott, die kommen sogar fast durch. Vielleicht müssen wir ja gleich schon unsere Smite Ability benutzen. Ich hoffe nicht. Denn ich will mir sie, wie gesagt, erstmal für bessere Sachen, beziehungsweise für spätere Wellen eben aufsparen. Verkaufen wir erstmal die Katana Speaker Woman, denn die sind eh Trash. Und mal gucken, werden wir die Michael Jackson Toilet hochnehmen oder wird die durchkommen? Das ist jetzt die Frage. Und die verliert schon krass Leben, vor allem, weil sie eben die vorderste Toilet ist. Oh, okay, und die ist stehen geblieben. Sehr gut, okay, doch, die nehmen wir hoch. Gar kein Problem, die nehmen wir noch hoch. Und da sind schon kleine Turkey Toilets, das ist witzig. Nee, das ist aber schon mal sehr gut, dass wir jetzt erstmal die Michael Jackson Toilet noch hochgenommen haben. Da bin ich aber gespannt, ob wir den Welle 60 Boss hochnehmen werden, denn der ist schon ein bisschen stärker. Unser Problem ist halt wirklich, dass wir die ganze Zeit gestunt werden, auch wenn wir zwei Speaker Repair Drones haben. Das habe ich nicht mit einberechnet, dass erstmal die Titan Bunny Cameramans so sehr gestunt werden. Die sind schon stark, aber die werden halt echt hart gestunt. Wie gesagt, wir haben zwei Speaker Repair Drones, was eben die maximale Anzahl ist, die wir platzieren können. Und trotzdem werden wir die ganze Zeit gestunt und es sieht langsam echt nicht gut aus. Schaut euch das an. Kommen alle sehr, sehr weit durch. Das ist nicht gut. Könnte ich hier nochmal einen weiteren Titan Bunny Cameraman platzieren? Problem ist halt, wie gesagt, aber trotzdem, dass wir einfach die ganze Zeit gestunt werden. Würden wir nicht gestunt werden, wäre das viel einfacher, aber wir werden die ganze Zeit zu Tode gestunt. Ja, und ich glaube, die kommen durch. Ne, es wird jetzt Zeit für die Smite Ability. Schaut euch jetzt erstmal die Map an und benutzen wir die und... Okay, die ist voll trash. Hä, die Smite Ability ist ja voll trash. Hä, wir haben verloren. Okay, Leute, vergleichen wir jetzt erstmal die Ability vom Future Large mit dem Gold Future Large und dann nochmal mit der Smite Ability, weil die scheint mir richtig schlecht zu sein. Da seht ihr auch, wir sind jetzt sehr reich. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit der Ability vom normalen Future Large. Wir platzieren kurz hier hinten für die schwachen Units in Green Laser hin, entstoppen kurz die Zeit und spawnen dann erstmal 10 Secutor Astro Toilets. Die haben, glaube ich, nicht mal 10 Millionen Leben. Das heißt, sie sollten eigentlich ziemlich easy zu killen sein. Wir fangen an mit der Ability vom Future Large. Let's go, Max. Wir den kurz benutzen wir seine Lightning Timestop Ability und wir haben gar keinen Schaden gemacht, weil die unsterblich sind. Das ist sehr, sehr nice. Das freut mich jetzt auch zu sehen, dass wir erstmal 3 Millionen Jahre warten müssen, bis wir eben seine Ability wieder benutzen können. Digga, das ist trash. Kriegen die jetzt Schaden? Okay, jetzt kriegen die Schaden. Vielleicht hätten wir eine andere Toilet nehmen sollen als die Secutor Astro Toilet. Okay, Leute, diesmal spawnen wir einfach mal eine I Am Evan Toilet mit 10 Millionen Leben. Beziehungsweise, was heißt I Am Evan Toilet? Einfach I Am Evan. Probieren jetzt erstmal den Future Large Clockman aus, beziehungsweise eben seine Ability aus. Und der macht 10.000 Leben Schaden, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das
das ist echt nicht viel mit der Ability. Warum macht er nur 10.000 eben Schaden? Der macht doch sonst mehr, oder bin ich gerade blöd? Warte mal, benutzen wir jetzt erstmal den Golden Future Large. Und der macht 40.000 Schaden. Also der macht auf jeden Fall mehr. Aber 10.000 Schaden nur? Das kann doch nicht sein. Vielleicht hat das was mit der I am Eventoide zu tun. Das wäre das Einzige, was jetzt in meinem Kopf Sinn machen würde. Außerdem sehe ich, der Cooldown vom Golden Future Large ist niedriger von dem normalen Future Large. Das ist ein bisschen unfair. Warte mal, benutzen wir jetzt nochmal die normale Smite Ability. Verkaufen wir kurz all diese Golden Future Larges und so weiter. Benutzen jetzt die Smite Ability und mit der machen wir auch so 50.000 Schaden, glaube ich. Was ehrlich gesagt nicht gut ist, gerade weil man bedenkt, dass der Golden Future Large Crocman eben dadurch, dass er eben noch einen Timestop hat, besser ist. Also ich würde ehrlich gesagt sagen, die alte Level 10 Ability, nämlich die Emergency Ability, ist und bleibt die beste Endless Ability im Spiel. Die neue Smite Ability ist wirklich trash. Schau euch dann nochmal mein letztes Video an, wo ich die neue Custom Ultimate Crate in Toilet Tower Defense geöffnet habe. Ansonsten Leute, bleibt stark und ciao.